Präsidentin, liebe Zuhörer auf der Tribüne, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolleginnen. Ich habe hier ein wunderbares Spiel zu liegen, die ich jetzt in die Tonne kloppen kann. Ich habe mich einfach geirrt. Ich habe darauf vertraut, dass wenn eine Koalition ein Beschluss vorlegt hier, ein Ergebnisbeschluss, dass man darauf vertrauen kann. Offenbar ist das nicht der Fall. Ja, natürlich sind wir das Parlament. Aber ich kann doch davon ausgehen, dass auch in die SPD daar een Abstimmung mit ihrem Minister ist. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Also, Frau Binder hat gefragt, worüber reden wir hier eigentlich? Ich will es mal versuchen klarzustellen, worüber wir hier eigentlich reden. Wir reden hier über ein Verbot, was eigentlich fachlich nicht zu begründen ist. Ich hätte das hier in anderen Zusammenhang nennen wollen, aber auch Sie allen haben dieses Prospekt bekommen. Da steht, Blockade der Gentechnik ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unterschrieben, meine sehr verehrten Damen und Herren, unterschrieben durch inzwischen mehr als 140 Nobelpreisträger. Und da haben wir den Anfang dieser Problematik, die hier jetzt gipfelt. Zum Glück gibt es in Europa noch vernünftige Leute. Und deshalb war das, was wir eigentlich wollten, ein Totalverbot in Europa, nicht zu handhaben. Und da haben wir es. Da haben wir es. Ja, Herr Ebner, ich sehe diese Gentechnik nicht als dieses gefährliche Schreckensgespenst, was Sie immer an der Wand malen, womit Sie offenbar auch Erfolg haben. Sogar die SPD hat sich irreführen lassen. Was soll das hier eigentlich? Frau Dobrinski-Weiß, nehmen Sie mir nicht übel, aber wenn Sie Ihr eigenes vernünftiges Verstand, was Sie, glaube ich, doch haben, genutzt hätten, hätten Sie heute etwas anderes vorgetragen. Wir müssen anscheinend damit leben, dass wir heute diese Diskussion noch nicht abschließen. Das war eigentlich etwas, was ich vortragen wollte. Wir werden wahrscheinlich noch mal diskutieren müssen über etwas, was nach wie vor eigentlich fachlich nicht zu begründen ist, aber wir haben dann die Opt-out-Regelung alle zusammen zugestimmt. Lass es auch mal klar sein, wir haben hier das beschlossen, nicht auf fachliche Gründen. Wir haben nur gesagt, wenn 88% unserer Bevölkerung dagegen ist, dann müssen wir dazuhören. Das ist nicht eine fachliche Begründung. Und jetzt sind wir in die Verlegenheit, einen Beschluss, was wir nicht fachlich begründen können, fachlich begründen müssen. Und da kommt's. Da hat unser Minister einen sehr vernünftigen Kompromiss gefunden, wo er sagt, okay, wir nehmen erst die Verantwortung, aber ich sehe das Problem, weil sie die Begründung nicht liefern können. Also, wenn wir das nicht schaffen, liebe Länder, 88% der Bevölkerung ist dagegen, liebe Länder, wir müssen das territorial begründen. Also gebe ich Ihnen die Chance, das nochmal zu machen. Herr Ebner, Sie sagen Affront gegen die Länder, gleichzeitig sagen Sie, wir kriegen die Einheit in die Länder nicht. Was ist denn eigentlich mit den Ländern? Sind die nun vor oder gegen Gentechnik? Wenn ein 88% gegen Gentechnik ist, wo liegt das dann Problem mit dieser Gesetzgebung? Ich verstehe das nicht. Und wenn das mal gibt, und das ist wahrscheinlich, wofür Sie Angst haben, dass die Menschen irgendwann mal zu Vernunft kommen und daar anders anfangen nachzudenken, dann wäre es doch angebracht, noch mal neu zu diskutieren. Wo liegt das Problem? Ich habe Ihnen immer mal wieder gesagt, ich bin nicht für die Herbizidresistenz. Ich sehe zurzeit kein GVO-Produkt, was ich als Landwirt anbauen will. Aber ich sage Ihnen auch, diese grüne Gentechnik bietet uns Chancen. Irgendwo in mein Vortrag sage ich auch, dass Deutschland immer führend war. Über Jahrhunderte war Deutschland bei der Entwicklung der modernen Landwirtschaft führend. Dazu haben unter anderem Gregor Mendel und Justus von Liebig wesentlich beigetragen. Und jetzt wollen Sie diese Position, diese Ausnahmeposition Deutschland einfach wegfegen. Ich habe gedacht, dass wir hier diese eigentlich schon überholte Diskussion, weil diese, ich nenne sie jetzt mal konventionelle grüne Gentechnik, ist eigentlich schon vorbei. Wir reden eigentlich schon über die neue Gentechnik, über die neue Züchtungstechniken. Genau, CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. Ohne Artensprung, Herr Ebner. Aber auch das wollen Sie schon verbieten. Ich verstehe die Welt hier nicht mehr. Aber ich gebe zu, wir leben immer noch in der Demokratie. Und wenn es dann gewünscht ist, dass wir nochmal diskutieren, dann soll es eben so sein. Meine Aussage ist,
der von unserem Minister vorgelegte Gesetz ist ausgewogen und sicher. Es ist das Resultat eines demokratischen Prozesses, wie es zu führen ist, wenn in diesem Hohen Haus unterschiedliche Meinungen herrschen. Ich dachte, wir haben einen Beschluss. Ich stehe zu diesem Beschluss. Ich bitte hier immer noch um Zustimmung zu diesem Beschluss. Und alles andere muss ich jetzt abwarten. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion.